Turmalin und ich, Kapitel 3. Onkel Georg. Ehrlicherweise, Turmalin war tatsächlich nicht dumm. Trotz seiner vielen Träumereien in der Schule hatte er bis auf eine kleine, keine schlechte Noten. In dem Fach Hochdrachisch, wo die Kinder die offiziellen Drachensprache lernten, hatte er ohne Mühe seine 1. Und auch in andere Fächer wie Mathematik und Feuerkunde war keine Note schlechter als 2. Bis auf seine Aufmerksamkeit. Da schaffte er mit Mühe und Not ein 4-. Und das auch nur, weil die Lehrer fürchteten, dass mit einem 5 er ja länger in der Schule bleiben müsste. Das alles weiß ich auch nur deswegen, weil die Drachin, dessen Namen ich nicht nennen darf, gepetzt hat. Das ist echt so eine Plaudertasche. Redet ohne Punkt und Komma, sogar im Schlaf. Turmalin selbst erzählt wenig von seiner Schulzeit. Nur, dass es langweilig war. Meistens jedenfalls. Sein Lieblingsfach war angewandte Feuerkunde. Das einzige Fach, wo er richtig gut aufpasste, denn dort lernte ein Drache seine Feuerstöße so zu kontrollieren, dass zum Beispiel Hähnchen mit nur einem Rülpser richtig gegart waren. Das ist gar nicht so einfach, wie es erscheint. Temperatur und Garzeit hängen vom Gewicht des Hähnchens ab. Aber Turmalin beherrschte das alles perfekt, daher sein Traum vom eigenen Hähnchengrill. Nur durch meine Dummheit mit dem Namen ist der Traum ausgeträumt. Für mich hat das durchaus einen Vorteil, denn durch sein sauberes Drachisch kann ich ihn gut verstehen und das, was er mich erzählt, zu Geschichten verarbeiten. Und seit ich weiß, dass ich keinen Drachennamen nennen soll, achte ich auch darauf, es nicht mehr zu tun. Turmalin erzählte zum Beispiel die Geschichte von seinem Großonkel. Ich nenne ihn jetzt mal Georg. Georg war ein Drachen, so wie man ihn selten fand oder findet. Er lebte abgeschieden, mitten im Gebirge und sorgte auf seine eigene Art und Weise dafür, dass die Menschen sich von ihm fernhielten. Der Berg, in welchem er seine Wohnung hatte, war ziemlich durchlöchert und an einer Stelle hatte er sehr viel Geröll gesammelt. Immer wenn Menschen sich ihm näherten, versteckte er sich in einer Höhle unter dem Geröll und da kam ihm dann einfach die Idee, wie er sich schützen konnte. Genial! Na, eigentlich war es ein Versehen, denn eines Tages, als er sich versteckt hatte, bekam er einen richtigen Schluck auf. So schlimm, dass die Erde rund um dem Geröll erzitterte und der Rauch von seinem Feuer inzwischen zwischen den Steinen durchkam. Die Menschen rannten so schnell sie konnten und warnten einander. Der alte Vulkan war wieder aktiv und könnte jeden Augenblick explodieren. Das war natürlich eine geniale Idee. Und so kam es, dass Onkel Georg immer mal wieder Erde erzittern und Rauch aufsteigen ließ. Trieb er das zu toll, fingen sogar die Steine an zu glühen. Die meisten Menschen trauten sich dann auch nicht mehr in seiner Nähe. Und Georg hatte seine Ruhe. Bis zu dem Tag, an dem ein echter Vulkanforscher all seinen Mut zusammengenommen hatte. Georg hatte durchaus bemerkt, dass untersucht wurde, wie aktiv der vermeintliche Vulkan war, sah sich aber nicht in der Lage, allein die Messergebnisse so zu beeinflussen, dass auch die Forscher Angst bekamen. So kam es, wie es kommen musste. Der Forscher erschien, gehüllt in Kleidung, die Hitze von mindestens 10 Drachen aushalten konnte. Immer näher war gekommen. Und statt Angst hatte jeder Feuerstoß ihn mehr begeistert. Schließlich, als er direkt im Gerüllloch stand, hatte Georg mit einem gezielten Feuerstoß versucht, ihn zu vertreiben. Der Forscher jedoch hatte erkannt, dass es kein Vulkan war. Er hatte Georg erkannt und sich hingesetzt.
Schließlich hatte Georg in einem letzten Versuch der Forscher versucht zu vertreiben und sich in voller Größe gezeigt. Doch der Forscher war sitzen geblieben und hatte gewartet. Turmalin konnte nicht sagen, wie lange Onkel Georg und der Forscher sich angeschaut hatten, aber schließlich hatte der Forscher gemerkt, dass der Drachen echt war. Ich verstehe, hatte er gemurmelt und war samt Ausrüstung verschwunden. Die Menschen in den umliegenden Dörfern hatte er gewarnt, wie gefährlich und unberechenbar der Vulkan sei. Nur seine Frau hatte er vom Drachen erzählt. Doch die hatte ihm nicht geglaubt.